Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, herzlich willkommen im ZDF Magazin Royal YouTube-Channel, dem verlängerten Arm des ZDF Magazin Royal. Hier haben wir Zeit und heute haben wir vor allen Dingen Zeit für ein ausführliches Gespräch mit einer absoluten Legende des deutschen Investigativjournalismus. Der Mann hat's erfunden und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Einen großen Applaus für unseren heutigen Gast, Günther Wallraff. Hallo. Danke. So. Oh. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wir haben hier so eine Flasche Wasser. Wollen Sie? Danke, hab schon reichlich. Danke. Alles klar. Wir reden heute so ein kleines bisschen, das ist ja unser Thema, Cancel Culture, aber vor allen Dingen die Herausforderungen, mit denen man sich als Journalistin, als Journalist, als jemand, der mit dem Macht in Frage stellt, der um Aufklärung bemüht ist, mit dem man sich so konfrontiert sieht. Und Sie haben seit vielen Jahrzehnten, ja fast 50 Jahre, länger als 50 Jahre, 50 Jahre, 40 Jahre? Ich befürchte, das ist schon so lange, ja. Ja, sehr lange, vor sehr langer Zeit haben Sie angefangen. Mhm. Welcher Fall ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben in all Ihren Jahrzehnten als Investigativjournalist? Boah, ich würde schon sagen, die Auseinandersetzung mit der Bild-Zeitung, ja. Nicht, die jahrelang versucht haben, auch nicht juristisch an erster Stelle, sondern Rufmord. Nicht? Ich wurde dann bespitzelt, mein Telefon wurde abgehört. Es gab nachher auch... Wer hört denn das Telefon? Die Kölner Redaktion hat über eine Fangschaltung, über den Verfassungsschutz, meine Privatgespräche abgehört. Über den Verfassungsschutz? Das ist inzwischen bekannt geworden und war über einen anderen Verfassungsschutz als der heutige. Mhm. Da hat sich auch ein bisschen personell auch geändert. Hat sich allein in den letzten 3 Jahren ja einiges getan beim Verfassungsschutz. Zum Glück. Ne? Von daher habe ich auch eine gewisse Erleichterung, seitdem spüre ich schon. Aber damals war das wirklich so heftig. Und die Nutznießer hier in der Kölner Bildredaktion, das ging aber von Hamburg aus, war das eingefädelt, die wurden auch verurteilt. Die wurden dann nachher, als ich das nachweisen konnte, zu Geldstrafen. Hat Springer natürlich aus der Portokasse bezahlt. Aber die Zustände wurden verurteilt. Dann hat man mir in den Freundeskreis einen, also im Detektivbüro, die für Springer arbeiten, einen eingeschleust, dem man Vertrauen erworben hat. Mhm. Und das war dann so eine Zeit, wo man ein bisschen irritiert war. Und ich würde mal sagen, es hat mich von meiner Arbeit längere Zeit etwas abgehalten. Und dann war aber ein anderer Prozess, der war nicht ganz so heftig. Das war, als ich als ausländischer Arbeiter im Thyssen-Konzern anheuerte. Ganz unten. Ganz unten. Mhm. Und da wirklich ganz schlimme Zustände. Das waren Kollegen, die ohne Staubmaske, ich gehörte dazu, ich war als türkischer Arbeiter verkleidet. Und wir haben da über Monate Giftstäube, Blei, Cadmium, alles drin. Da sind welche früh gestorben und an Lungenerkrankungen, Krebs auch. Und dann versuchte Thyssen, das Buch ganz unten auch zu verbieten, mhm. War auch mehrjähriger Prozess. Und da habe ich meinen Arbeitskollegen zu verdanken. Die haben zum Teil über Jahre Schlimmeres erlebt, die vor Gericht alle dazu gestanden haben und das nicht nur bewahrheiten konnten, sondern Schlimmeres erlebt hatten. Mhm. Also diesen Prozess habe ich dann auch gewonnen. Und daneben gab es dann einzelne Prozesse, die würde ich nicht so hochhängen. Das gehörte dazu, das war inzwischen auch Routine. Sie machen es ja schon seit Jahrzehnten, sind weiterhin aktiv bei RTL, sehr erfolgreich auch. Wird heute, haben Sie das Gefühl, mehr oder weniger geklagt als früher? Also ich würde mal sagen, in meinem speziellen Fall, ja, wenn es gegen mich persönlich geht. Mhm. Da haben sich welche doch gehörig verbrannt und gemerkt, das Gegenteil damit erreicht. Also aber, wird mehr geklagt oder weniger? Also, wenn's gegen Sie wenn persönlich... ich von mir abstrahiere, ja. Wesentlich mehr. Okay. Wesentlich mehr. Und auch wenn ich sehe, wie RTL die Sendungen, Team Wallraff jetzt, mhm. oder eine Sendung, die jetzt darauf aufbaut, jetzt erst recht, weil es gibt bestimmte, wie nennt man das, unbelehrbare Konzerne, die einfach das weiter durchziehen. Und da setzen wir nach. Ja, dann gibt es eine zweite, eine dritte Sendung. Mhm. Darum jetzt erst recht das Thema. Und in dem Zusammenhang sind welche, die prozessieren. Also alleine RTL hat jetzt über 20 Verfahren. Dann gibt es einen vor ein paar Jahren. Haben Sie den Überblick selber noch? Also wissen Sie ich das? Ich muss mal genau nachsehen. Wir haben in der Redaktion auch mal selbst wir im ZDF Magazin Royal, wir können auch nicht so genau sagen, wie viele Verfahren wir eigentlich gerade drin sind. Es sind alleine aber auch mehrere. Also es sind hier allein 22 Fälle,
Und insgesamt waren 60 Fälle auch außergerichtlich. Und wenn Sie mal, 28 Sendungen, wenn Sie mal nervig am Ende sind, wenn der Zuckerspiegel mal im Keller ist, Sie können nicht mal bei all dem Stress zu Burger King gehen und sich mal einen Whopper holen. Da hoffen wir, da wir denen dreimal zusetzen mussten. Aber immerhin, die haben sich jetzt von ihrem Deutschlandbevollmächtigen getrennt. Sie haben Besserung gelobt. Sie haben bei einer früheren Sendung sogar Entlassene wieder eingestellt. Mhm. Sie sind dem Tarifvertrag beigetreten. Also von Fall zu Fall kann man positive Veränderungen erreichen. Wie weit das jetzt anhält, das ist eine andere Frage. Aber wenn es um Umsätze geht, und die hatten zwischendurch einen Umsatzrückgang von 40% und mehr, haben einige Filialen vorübergehend geschlossen. Wegen der Recherche wegen aus ihrer Sendung. Wegen der Veröffentlichung. Und dann kann man manchmal doch auch langfristige Veränderungen erreichen. Ich meine, ich bilde mir nicht ein, dass man hier eine dauerhafte... Man muss immer wieder dranbleiben, man muss immer wieder Sisyphus-Arbeit, kann man sagen. Ja, man muss der Stein muss immer wieder den Berg hoch. Glauben Sie denn aus Ihrer eigenen Erfahrung, oder auch wenn Sie mal an Ihre Kolleginnen und Kollegen denken, dass juristische Drohungen, dass Journalisten bedrohen, dass das was bringt? Also hier in meinem Fall war das Gegenteil, ja. Siehe Bild-Zeitung, das Grundsatzurteil hätte ich ja ohne deren Prozesse ja nicht erstritten, dass jetzt für alle Kollegen dieser Spielraum im Medienrecht Lex Wallraff so erweitert wurde, ist Bild zu verdanken. Ja. Ja? Hätten die nicht geklagt, würde jeder Einzelne, der hier Einblick nimmt, verurteilt werden können. Sie haben eine große, starke Redaktion. Ne? Also und auch die Prozesse. Ich wollte jetzt mal die Summe wissen, wie viel Kosten haben bisher diese Prozesse? An Rechtskosten. An Rechtskosten bisher. Mir wurde das nicht gesagt. Vielleicht war das gut so. Weil am Ende das Summen sind, die den Etat unserer Produktion. Gibt es denn da sowas wie eine Rechtsschutzversicherung? Oder ist das alles. Keine Rechtsschutzversicherung. Nee, ne? Das wird alles von dem Sender bestritten. Und da habe ich wirklich. Das ist ein Freiraum, der da geschaffen wurde. Wenn Sie auf Ihre Jahrzehnte der journalistischen Arbeit, aber auch der juristischen Arbeit zurückschauen, gibt es irgendwas, was Sie heute nicht mehr so machen würden? Also haben Sie irgendwelche gröberen Fehler gemacht, die Sie selbstkritisch einräumen würden? Also ich würde heute einige Themen länger machen, wo ich auch durch Prozesse behindert gesagt habe, hier ein paar Wochen reichen. Und die reichen nicht aus. Nicht? Man muss es über längeren Zeitraum machen. Aber ich habe immer ein Prinzip, und das ist jetzt auch hier in unserer Sendung, wirklich ein Maßstab, der wird nicht überschritten. Wo der Privatbereich des Gegenübers anfängt, auch wenn es der letzte Drecksack ist, da hat die Berichterstattung ist ein Tabu. Ja? Das Privatleben, erst recht das Intimleben, da wo die Bild-Zeitung lange Zeit ihr ganze Journal hier von bestritt, das hat nichts, ist nicht für die Öffentlichkeit. Das ist wirklich ein Prinzip. Und das habe ich auch immer eingehalten. Ich habe selbst hier ich will jetzt nicht auf eine Spur bringen, ich habe mehrfach von Gegnern Sachen zugespielt bekommen. Da ging es um, ich würde sagen, schon Straftatbestände aus dem Privatleben. Habe ich gesagt, nee, das habe ich hinter den Kulissen, habe ich über einen Psychiater dort Schreiben hingerichtet lassen. Bitte stellen Sie das ein. Ich veröffentliche es aber nicht. Würden Sie wieder Journalist werden? Oh, schöne Frage. Ja, ich bin ja in dem Sinne kein typischer Journalist. Ne? Ich bin Menschenrechtsaktivist. Ich bin Journalist geworden. Und da muss ich sagen, das habe ich der Bundeswehr zu verdanken. Was? Ich habe der Bundeswehr zu verdanken, dass ich diese Arbeit mache, wie sie jetzt entsteht. Der Bundeswehr? Wieso das denn? Das war damals eine Armee, die war noch von Nazis durchsetzt. Und da wurden noch Lieder gegrölt, judenfeindliche Witze gemacht. Das kann man nicht mit der heutigen Bundeswehr vergleichen. Und da habe ich Kriegsdienst verweigert. Und wurde trotzdem eingezogen, weil ich komme immer zu spät, heute ja nicht. Und wurde eingezogen und habe mich geweigert, von Anfang an ein Gewehr in die Hand zu nehmen. Und dieses Willensbrechungsspiel, das ging über 10 Monate. Ich war hochtrainierter Sportler. Das war alles kein Problem, die Strapazen. Aber man wollte mich zur Raison bringen. Und wenn die anderen durch die Dörfer marschierten mit ihren Gewehren, musste ich mit einem Stock hinterher marschieren. Ich habe da noch einen Blumenstrauß dran gebunden. Und wenn die Kameraden morgens ihren Gewehren flitzten, stak in jeder Gewehrmündung eine Feldblume drin.
Und es haben auch noch zwei weitere verweigert. Also ich war plötzlich ein Störfaktor. Und dann versuchte man, und ich fing an mit Böll, der mich unterstützt hat und mir korrespondierte, aber auch eine Zeitschrift, wenn, wollte es veröffentlichen, hatte es später veröffentlicht. Und das erfuhren die und kamen dann, kommandierende General haben mir ein Revier vorgelegt, ich solle unterschreiben, Veröffentlichung gegen die Bundeswehr zu unterlassen. Dann käme ich sofort frei. Ich sage, nee, dafür habe ich schon zu viel erlebt. Lasst mich als euren Kompanieschreiber noch weiter gewähren hier. Ne? Ich war inzwischen eurer Strafkompanie. Und nachdem ich das verweigerte, kam ich in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Bundeswehrlazaretts zu Koblenz. Weil Sie den Kriegsdienst verweigert haben? Weil ich veröffentlichen wollte. Sich nicht brechen lassen wollten. Genau. Ja. Und kam in diese Abteilung und wurde dann, so sehe ich das heute. Wann war das, Entschuldigung? Wie alt war ich da? Da war ich 20, wie alt bin ich denn? 63, 64. Mhm. Und wurde dann mit einem Ehrentitel wieder in die Freiheit entlassen. So sehe ich das heute. Ich wurde mit dem Prädikat abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich ausrangiert. Ja, und das war eigentlich die beste Voraussetzung, so eine Arbeit anzufangen, wie sie sich dann entwickelte. Ich war vorher gelernter Buchhändler und bin dann erstmal, ich war doch ein bisschen irritiert, bin erstmal über ein halbes Jahr als Obdachloser in Asylen, Pik Ass gibt es heute noch in Hamburg, in Skandinavien, Himmelexpress in Kopenhagen, Stockholm, Oslo und habe das Leben von Menschen geteilt, die ausrangiert sind. Mhm. Und dann später in Fabriken gearbeitet, meine ersten Reportagen, das erste Buch auch. Und ich fühle mich eigentlich immer Menschen eher zugehörig, die nicht dazugehören, die ausrangiert werden. Und deren Leben habe ich mir zu eigen gemacht. Und das hat meine Idee, ich war vorher extrem schüchtern, introvertiert, vielleicht auch in einigem Persönlichkeit in Frage gestellt. Und so habe ich mir eine Identität erworben. Und von daher dieser saloppe Spruch, muss ich der Bundeswehr heute dankbar. Die haben das übrigens in ihrem Museum ausgestellt, meinen Fall. Ich habe alles freigegeben. Und da gibt es ein Bundeswehrmuseum, wo die das auch selbstkritisch reflektieren. Vielen Dank, Günter Weyrauch, dass Sie heute da waren. Großen Applaus für unseren heutigen Gast. Danke dir. Auf viele weitere Sendungen bei RTL oder sonst wo. Ja. Nur als kleinen Programmhinweis. Team Wallraff heißt Ihre Sendung bei RTL und es gibt jetzt ein neues Spin-off-Format. Jetzt erst recht, wo Sie noch mal hartnäckig nachfassen. Hm. Also Sie sind nicht nur im juristischen Defensiv und im journalistischen, sondern Sie sind auch angreifend, Sie sind auch offensiv. Ja, muss so sein, wenn jemand wirklich hier auf Kosten der Beschäftigten eine Willkür, auch gesundheitsschädlich oder sich nur über Anwälte, und die haben verdammt teure Anwälte, das haben Sie ja auch erlebt, und dann nur versuchen, etwas einen da in die Knie zu zwingen. Und da ist ein Sender, der das übernimmt und dann auch sehr gute Anwälte, die das entgegnen. Ein letzter Satz, weil ich jetzt hier Günter Wallraff sitzen habe und weil Sie so erfahren sind wie kein Zweiter in Deutschland oder in Europa. Wenn da draußen jetzt Leute sind, die ein Anwaltsschreiben auf dem Tisch haben, weil sie was recherchiert haben, weil sie sich gewehrt haben gegen mächtige Leute, die jetzt so eine Unterlassungserklärung bekommen oder auch nur einen Anruf oder bedroht werden von Juristinnen und Juristen, was würden Sie diesen Leuten raten? Durchatmen also, erstmal. Ja, was fehlt, ja, ist eine Stiftung, die müsste von allen Medien finanziert werden und vielleicht auch staatlich. Ach, es gibt die Gesellschaft für Freiheitsrechte zum Beispiel. Also ja, aber es müsste eine Stiftung geben, die diesen Kollegen oder auch den Einzelnen, die man hier versucht, mundtot zu machen, dass die unterstützt werden, dass die auch juristisch Hilfe kriegen. Ich habe das im Kleinen gemacht. Ja, die Hälfte meiner Tätigkeit sind Versuche, Menschen zu ihrem Recht zu verhelfen. Mhm. Ich habe damals, was Bild betrifft, wenn Bild lügt, kämpft dagegen und habe dann die Prozesse finanziert. Aber im übergeordneten Sinne, sehen Sie, ich habe einen Kollegen, der auch fürs Fernsehen arbeitet und der jetzt in die Knie gezwungen wurde, der hat eine lange, monatelange Recherche gemacht über, ich kann das hier so sagen, ich habe ihn gefragt, über Lobbyunwesen der chinesischen Regierung hier in Deutschland, wo hier versucht wird, Menschen einzuschüchtern, in die Knie zu zwingen,
die sich nicht von chinesischen Interessen beeinflussen lassen oder sich dem nicht beugen. Und der ist mit dem Tode, der ist bedroht worden mit seiner Frau zusammen, der steht seitdem unter Polizeischutz. Mhm. Und diese Veröffentlichung kann nicht erscheinen, ja, obwohl er schon sehr weit vorbereitet war, diese Recherche. Mhm. Und so jemandem, ne, und nicht nur ihm, so vielen anderen, die auch in ihrer Arbeit behindert werden, eingeschüchtert werden und die dann aufgeben, da müsste es eine übergeordnete Stiftung geben, die dann sagt, hier, wir übernehmen die Anwaltskosten, wir übernehmen notfalls die Gerichtskosten. Das fehlt. Also ein Appell an Solidarität letztlich. Wenn es so jemanden gibt, wenn es Leute gibt, die sich unterdrückt fühlen, die bedroht werden, es nützt nichts. Man muss zusammenhalten und man muss gucken, wo sind diese Leute. Wir sind alle mitverantwortlich, genau, dass diese Pressefreiheit, wir sind in Deutschland übrigens immer noch so einigermaßen, stehen wir so da als ja, demokratische, freie Presse. Aber wir sind in der Rankingliste inzwischen nur noch auf Platz 18. Und da sind andere Länder, skandinavische Länder, Schweden, aber auch Holland, aber selbst auch Portugal, Litauen oder solche Länder sind weit vor uns. Mhm. Und da müssen wir überlegen, was läuft hier falsch? Warum sind wir im Moment, warum geben wir da so nach? Mhm. Warum sind die Mächtigen übermächtig in vielem? Wir arbeiten weiter dran. Einen großen Applaus. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön, gut dabei. Danke. Alles Gute.